Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht nun Video 2 und Tag 2 von Tom, Ines und meinem Ausflug nach Karls am Großglockner, wo wir gemeinsam über den Teischnitzkäse auf die Hoffmannspitze an der Glocknerwand gegangen sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Mit viel Glück haben Tom, Ines und ich nach unserem Abstieg vom Stüdelgrat noch einen Platz auf der ausgebuchten Stüdelhütte bekommen. Genauso ein großes Glück ist es, dass ihr dieses Video überhaupt sehen könnt. Meine Festplatte ist beim Schnitt des Videos eingegangen und nach dreiwöchigem Aufwand habe ich nun alle Daten für die noch fehlenden Videos retten und in entsprechende Ordner sortieren können. Unser Ziel für den zweiten Tag am Großglockner war die Hoffmannspitze auf der Glocknerwand. Die Glocknerwand ist die kleinere, aber um ein Vielfaches anspruchsvollere und einsamere Schwester des Großglockner. Mit 3721 Meter ist die Glocknerwand auch der vierthöchste Gipfel Österreichs. Die Königstour auf den Großglockner ist definitiv die Überschreitung der Glocknerwand, die ich bereits letztes Jahr mit Flo gemacht und auch auf YouTube dokumentiert habe. Die Hoffmannspitze mit 3711 Meter ist der erste der sieben Türme auf der Glocknerwand und kann im zweiten Schwierigkeitsgrad erreicht werden. Ja, liebe Leute, ich stehe jetzt vor der Stüdelhütte heraus. Es ist ca. 22 Uhr. Das Essen war ein Wahnsinn. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Ich gehe jetzt schlafen und morgen geht's dann auf die Glocknerwand auf. Gute Nacht, viel Spaß bis morgen. Guten Morgen von der Stüdelhütte. Da sind jetzt die ersten Lichter bereits Stüdelgrat. Ich gehe jetzt frühstücken. Tag 2 in der Glocknergruppe Stüdelhüttner. Kurz vor Sonnenaufgang. Traumhafte Fernsicht werden wir heute haben. Heute viel weniger Wind wie gestern. Vorhin seht ihr die Ines, wie es gerade verschwindet. Und wir gehen auch jetzt in der Aufe zuerst Richtung Teischnitzkäse. Das werden wir ganz nach hinten gehen, Richtung Stüdelgrat und dann queren Richtung Glocknerwand. Dann schauen wir mal, ob wir es aufschaffen. Der Zustieg zur Glocknerwand folgt zuerst dem Normalzustieg zum Stüdelgrat. Mehr Infos dazu findet ihr in meinem Video zum Stüdelgrat. Grüß Gott, wo kommst denn du daher? Aus dem Wald. Ich hab geschlafen. Also. Hast du gut geschlafen? Ja. Passt. Die Glocknerwand besteht aus insgesamt 7 Grad Türmen. Will man die Glocknerwand zum Großglockner überschreiten, müssen noch 2 weitere Türme überschritten werden. Jetzt sind wir da am Plateau herum, kurz vor dem Gletschereinstieg. Wir kehren dann ganz zurück am Gletscher und unterhalb von der Wand raus. Wir stehen dann jetzt am Anseilplatz. Der Dom seilt sich an. Geht dann allein angeseilt über den Gletscher. Scherzerl. Natürlich in Form einer Seilschaft. Gehen wir dann ganz gerade vier, da wo man jetzt eh die Leute sieht, die Richtung Stüdelgrat gehen. Und ganz hinten unter der Wand gehören wir links raus. Das ist schon ein Wahnsinn da am Teischnitzkäse. Du wanderst da direkt neben zum geklüfteten Gletscher. Hinten die Venediger Gruppen. Herrlich. Da oben ist der Weg zum Stüdelgrat. Und wir sind jetzt links abgebogen und gehen Richtung Glocknerwand. Vorteil ist, da sind ein paar Spuren drinnen. Das heißt, das sollte uns helfen, die Spaltensituation gut einzuschätzen. Die 7 Grad Türme der Glocknerwand sind die Hoffmannspitze, auch als Nordwestgipfel bezeichnet, der Pöschelturm, der Gerinturm, der Draschturm, der Weizenböckturm, der Peterka-Turm und der Hörtnagelturm. Unser Ziel an diesem Tag ist der Nordwestgipfel. Die Hoffmannspitze mit ihren 3711 Meter. Bis jetzt ein flacher Gletscher, Hatscher.
Ich habe zwei Spalten, da sind wir drüber gegangen. Und vielleicht über ein paar, die wir nicht gesehen haben. Mann. Jetzt sind wir direkt unterhalb von der Glocknerwand. Ein paar Spuren gingen da rauf. Es ist nicht ganz eindeutig, wo der Durchschlupf ist. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es mehrere Möglichkeiten. Der ca. 35 Grad steile Aufschwung zählt aufgrund der großen Spalten zu den Schlüsselstellen der Tour. Beim Abstieg werdet ihr noch spektakuläre Aufnahmen davon sehen können. Jetzt sind wir in der Bruch- und Spaltenzone. Die Löcher sind brutal tief. Ich weiß nicht, ob ich voriges Jahr. Ah ja, schaut mal, alle Brücke schaut ganz kompakt aus. Da ist das nächste Loch. Jetzt ist noch über eine richtig mega fette Spalten gegangen. Die war tief. Da kannst du auch hoch aus reinstellen. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Beim Abend jetzt wage ich euch, wie die ausschaut. Auf jeden Fall, jetzt geht es da eh gleich in die Schatten auf. Rechts geht es auf die Glocknerwand, Pfaffenmannspitzen und links ist das Teufelskamp. Und wir gehen jetzt Kerzengrad führen. Also auch wenn das zuerst ziemlich nah ausschaut, es zieht sich noch ziemlich, bis dass man da hinten ist. Und jetzt müssen wir da über die Randspalten da drüber. Schaut aber gut machbar aus. Kein Problem. So, außer aus dem Schnee und ab in die Sonne. Schauen wir mal, wo die Glutmuggel ist. Fisch. Ah, herrlich. Seis ist nice, aber am Glocken ist auch nice. Das war doch schön zum Skifahren da alle. So, wir sind da jetzt bei der Scharte zum Teufelskamp. Da geht es runter auf den Wasterzenboden, der ist da hinten. Johannesberg, hohe Riffe. Wiesbachhorn da hinten, da raus ist die Wasterzen. Und ich hoffe, dass man das jetzt dann hört, wenn man da rauf geht, ist ganz wichtig. Immer am Grat bleiben, weil sonst bist du im Bruch und im Schotter. Direkt auf den
So, da sind wir jetzt hinaufgekommen. Das Wahrergelände. Und jetzt geht es um auf die Hofmannspitze. Das ist jetzt eine mehr oder weniger Gratwanderung. Ausgesetzt ein bisschen, vielleicht noch außer. Und da ist die ganze Glocknerwand, die ich vorher gesehen habe, den Floh überschritten habe. Ist auf die letzten Meter zur Hofmannspitze. 3711 Meter. Da haben wir kein Wagler. Und da vier gegangen noch die Glockner Wandüberschreitung an. Das ist ja der Böschelturm. Gleichzeitig der höchste Tutten. Super! So, das ist wir auch da. Der Kerl. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Super. Sehr geil. So, wir schauen jetzt, dass wir gut runterkommen. Da noch einmal Glocknerwand beginnen und ganz hinten Großglockner, wo wir gestern oben waren über den Stüdelgrat. Heute haben wir traumhafte Fernsicht. Genial. Gestuftes Gelände, aber erfordert vollste Konzentration da alle. So, da hinten ist so ein bisschen eine Abkletterstelle im Schotter, die ist mehr oder weniger die Schlüsselstelle beim Abklettern, aber nicht schwer. Es ist gar kein Fels, den du da hast. Da muss man echt sehr aufmerksam abklettern. Jetzt schaut das zwar noch alles so wild aus, aber der Fels ist kompakt und wichtig ist nur, dass man schön am Grat herum bleibt. Kompakt ist auch relativ, schaut mal. Permafrost lässt grüßen. Ja,
sind wir da wieder in der Schartner zwischen Glucknerwand und Reifeskampen. Und nun ist der Gletscher fast. Schartner, schauen wir mal, was wir da wollen. Ich schaue, dass ich euch nachher die Spalten zeige, von der ich vorher geredet habe. Richtig angenehm da in der Sonne. Schauen wir mal, ich habe vorhin das Spaltensystem, das Komplexe, ob das auch schon in der Sonne ist oder ob das noch im Schatten ist. So, in der Früh habe ich euch das gar nicht gezeigt. Da ist es uns darum gegangen, dass wir relativ schnell raufkommen. Auf jeden Fall den Gletscher vor uns, ganz links auf der oberen Seite. Sind wir hergekommen, da seht ihr eigentlich, wie zerrissen dass der ist. Teilweise im oberen Bereich findet man eigentlich ganz gut durch, muss ich sagen. Wobei natürlich Spalten hat er schon, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Jetzt kommen wir eh gleich zu der Anstelle, die ein bisschen happiger war. Ich war natürlich schon voll in der Sonne, aber wird wahrscheinlich schon halten. Schauen wir mal, da seht ihr, wie zerrissen dass der Gletscher da in dem Bereich ist. Und da ist jetzt die Spalten. Die habe ich da vorne nicht hergezogen, weil da ist es darum gegangen, dass wir gut rumkommen. Gewaltig! Sollen wir noch warten, bis dass du auch herum bist, Tom? Weil da ist es auch wieder so komplex, oder sollte ich gehen? Ich gehe um mich, oder? Ich gehe weiter. Ein bisschen weit gehabt. Also da geht es direkt runter. Aber passt schon. Da ist jetzt auch wieder so ein Spalten, die zieht sich da her, wie ihr seht. Das ist auch wieder ein Loch, gell? So, jetzt sind wir in unserer Zustiegsspur. Die ist schon ziemlich wach. Aber wenn alles gut geht, sind wir in 10 Minuten drüben. Bei der Spur vom Stüdelgrat. Passt dann ganz gut. Eh höchste Zeit, dass wir uns schleichen vor dem Gletscher. Links auf den Stüdelgrat. Da seht ihr jetzt, was für eine Löcher das da drinnen sind. Und wir rennen sicherlich auch über irgendwelche nicht drüber. Drum unbedingt am Seil gehen. So, Gletscherüberquerung ohne Zwischenfälle. Genauso soll es sein. Sind wir wieder am Normalaufstieg vom Stüdelgrat, am Rand vom Teichnitzkäse. Das sind zwar jetzt auch noch ein paar Spalten, aber das ist jetzt definitiv eine markante Spur. Da gehe ich jetzt beispielsweise gleich über eine drüber. Da ist irgendwo ein Loch.
was ich zu sagen, die ganzen Löcher. Aber es wird da nichts mehr passieren jetzt. Und da auf der Seite geht es übrigens deswegen so steil runter, weil die Sonne von den Felsen so reflektiert. Da schmilzt der Gletscher weg. Du musst steiler als Klettern gehen. Ja, also Leute, zwar der Sicherheitshinweis, wenn ihr jetzt zweimal hintereinander auf einen großen Glocken aufgehen wollt, in so einer Höhe, dann muss man sich immer genug viel zum Trinken mitnehmen. Ich habe mir für die zwei Tage 3 Liter mitgenommen und habe noch genug für Reserve. Das heißt, wenn ich jetzt einen Durst kriege, würde ich noch einen Kunde was trinken, werde ich jetzt auch gleich machen. Aber das richtig Tolle ist, wenn die 3 Liter leer geworden wären, dann gibt es die Adlersruhe und die Stüdelhütte und genau da habe ich eigentlich meine Flüssigkeit zu mir genommen. Der Abstieg von der Glocknerwand ist jetzt ziemlich schnell gegangen, darum habe ich auch noch nicht viel getrunken, aber jetzt muss ich echt die Flüssigkeitsvorräte auffüllen und die Ines lacht schon, weil die hat glaube ich ein bisschen mehr getrunken, gell? Ja. Nein, aber wirklich, nehmt euch genug viel zum Trinken mit. Ich war selber jetzt gerade überrascht, dass ich so wenig getrunken habe. Ich habe geglaubt, dass die zumindest halb leer ist. Werde es aber jetzt auch gleich sehen. Habe ich ja gesagt, mindestens halb leer. Das Problem dabei ist, dass der Körper in einer Stunde nur 4 Deziliter Flüssigkeit aufnehmen kann. Also so richtig produktiv war das jetzt auch nicht. Es war nur gegen das Durstgefühl, gell? Da war ein Bier noch besser gewesen dann, gell? Oder Zirmschnaps. Ja, da bin ich auch noch nie runtergegangen. Schaut echt cool aus. Da hört sich ja aus, wenn jemand auf den Glocken einmal aufgehen will. Also da ein bisschen rauf geht zum Akklimatisieren. Da bist du nah auf 3000 Meter. Und vorne bei der Kuppen sieht man dann eh schon die Stüdelhütten. So und nicht anders, genau so. Jawohl, einkehren. Du hast es schmecken. Guten. Ja, leicht verspätet sind wir jetzt wieder beim Parkplatz herunten angekommen in Karls am Großglockner nach dem zweiten Tag. Der Grund dafür ist ein einfacher, ich habe mein Geldtascherl bei der Stüdelhütte vergessen und riesengroßes Shoutout an das gesamte Team von der Stüdelhütte. Ich habe bei der Lucknerhütte von einem netten Bergführer mein Geldtascherl mit dem gesamten Inhalt und dem Betrag und allen Karten wohlbehalten retour bekommen. Nicht nur deshalb ein großes Shoutout ans Team von der Stüdelhütte, sondern eben auch riesengroßes Shoutout. Die Beherbergung gestern war wie immer einfach sensationell. Das Essen auf der Stüdelhütte ist sensationell. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, wenn ihr auf den Großglocken aufgehen wollt, schlaft auf der Stüdelhütte um, ruft genug früher vorher an, reserviert euch einen Platz und lasst euch das nicht entgehen. Das ist 5 Sterne in fast 3000 Meter Höhe. Zur Tour selber heute. Auf die Hoffmannspitze rauf, auf der Glocknerwand, ist wirklich schwer absicherbar. Man muss zwar sicher klettern können, abklettern auch können. Man muss immer am Grat oben bleiben, weil sonst wird es ziemlich brüchig und gefährlich.
im Abstieg muss man schauen, dass man relativ schnell vom Gletscher herunten ist, weil sonst wird es ziemlich wach und es ist gefährlich wegen den Spalten. Ansonsten richtig lässige Tour. Teichschnitzkäse sehr von Spalten übersät. Am besten ist es, wenn man das Ganze in einer eingespielten Seilschaft eben macht. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall war, lasst gern wieder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal noch immer nicht abonniert habt, dann abonniert ihn kostenlos, versäumt keine Videos mehr. In dem Fall bleibt mir eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen als danke, dass ihr dabei wart. Pfiat euch, ciao, bis zum nächsten Mal. Für zwei Tage riecht es gut. Gewaltig. Aber meine riechen nach zwei Tagen genau gleich.